Es ist gut, dass im Jahr 2021 passiert, dass wir umgezogen sind. Ich bin in eine neue Wohnung gekommen. Ich habe ein neues, schönes Kinderzimmer bekommen. Ich bin schwanger geworden und meine Tochter bekommt einen kleinen Bruder. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich besuche jetzt eine Freundin in Deutschland und das ist für mich perfekt. Ja, ich fand es halt mal wieder schön, dass man sich mit der Familie treffen durfte wieder. Mit den engeren Geschwistern mal wieder auch mal zusammengehen können. Also mehr wie 4, 5 Personen. Also mein absolutes Highlight und auch das eigentlich für ganz Stuttgart sollte sein, dass wir endlich einen Nachtmanager haben, der sich jetzt um die Belange der Clubs kümmert und hoffentlich auch dafür sorgt, dass nicht mehr so viele wegsterben. Ich habe mein Bachelorstudium abgeschlossen. Ja, und ich habe ein Praktikum in China gemacht. Ich bin nach Stuttgart gezogen und ich finde das sehr schön. Also mein sicherer Arbeitsplatz und dass ich überhaupt zur Arbeit gehen konnte. Wir haben uns im Frühling entschieden, die große Landesausstellung Fashion um ein ganzes Jahr zu verlängern. Das hat zur Folge, dass man auch Leihgeber nochmal fragen muss, ob die Stücke so lang nochmal geben. Und mein Highlight war tatsächlich der Tag, an dem von Wien, vom Kunsthistorischen Museum, die Zusage kam, ja, wir dürfen das Kleid von Sissi nochmal ein ganzes weiteres Jahr ausstellen. Also erstmal was Negatives, ich wurde vom Job gekündigt. Und dann habe ich aber was Besseres gefunden. Das war sehr schön. Positiv ist mir widerfahren, das Riesenrad hier vor dem neuen Schloss, dass wir hier stehen dürfen und den Leuten eine Freude bereiten können. Ja, wir konnten im November mit unserer Tochter Geburtstag feiern. Wir sind dann mit ihr in Schwarzwald gefahren nach Freudenstadt. Und es war für uns also sehr schön. Ich glaube, ich habe noch nie so viel schöne Wertschätzung für ein Projekt erhalten wie dieses Jahr. Und natürlich denke ich auch an die Initiativen im Stadtpalais und der Kolchose. Und ja, wie der kleine Regenbogen hier Stuttgart verzaubert hat. Ich habe einen Laden eröffnet auf der Königstraße. Ich habe einen Vintage-Laden und wir haben das immer online gemacht. Und jetzt hatten wir die Chance, 2021 den Laden zu öffnen. Ja. Dass mir Positives passiert. Ich war einkaufen auf dem Markt und habe meinen Geldbeutel verloren. Auf dem Wilhelmsplatz, wohne ich weit weg davon und habe es zu Hause gemerkt. Also, wo ist der Geldbeutel? Aber gerade wieder raus zum Wilhelmsplatz und da stand schon eine ältere Dame bei mir vor der Türe und hat den Geldbeutel in Hand gehabt. Und da dachte ich, ja gut, habe ich den Meter gespart und schön ist die Welt.